Ja, herzlich willkommen zum Stream vom aus Monza. Mit dabei der Roland. Hallo Roland. Hallo. Ups, ja, schnell in der Box. Ja, wir sind zur Qualifikation hier und danach zum Rennen mit dem Porsche 911 GT3 Cup, also mit dem Porsche iRacing Cup. Ja, bin mal gespannt. 12 Liter sind über 5,3, das ist mehr als gut. Wo waren wir letzte Woche mit dem Porsche? Sebring, gell? Das war zweiter Platz im Bottomsgrid. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, aber ich bin Nummer 5, das heißt, ich bin auch eher zweiter Split oder dritter Split. Nummer 7. Das ist ein relativ schwacher. Vielleicht bist du im zweiten und im dritten. Das ist ein kleiner Split, oder? Achso, wo ist der groß? Hast du 60 Leute, oder? 60 Leute. Über 60 Leute. Du bist schon Top-Spitzer. Um alle was schaut. Außer bei den ganz Hauptzeiten. Nein, mein Pedal geht nicht mehr. Ja. Super, die Runde war ziemlich schnell gewesen. Ja, das nervt so. Also ich repariere nichts. Kaufst nie was von Panabek. Das ist eine ziemlich gute Runde. So habe ich 13 Sekunden noch verloren. Das Optimum war schon auf 52,2. Ja, wohl auf 50% wird es verloren. One more lap. You have about 2 laps of fuel left. 9. 204. Außen drin.
einfach ein Fehler. Ja. Der kostet zwar 10 Tour oder mehr sogar. Das ist gerade der zweite jetzt da. So, 51,5. Das ist schneller, wär's mir gegangen. There's the flag, it's over. Siebter, das ist nicht so gut. Startplatz 7 mit Nummer 5 ist halt. Das Optimum wäre 51,3 gewesen. 2 Zehntel wird verloren und ein paar andere Sachen. Und an der optimalen Runde waren wir leider eh weit weg, aber passt schon. Bin ich zufrieden. Die von 50er Zeiten, jawohl. Die haben von 54 Zeiten, das ist auch nicht schlecht. Monza, okay. 40 Liter, glaubst du, 50 Liter ist dank. Glaubst du, passt das? Ich lasse das. Vielleicht reichen 45 oder 40, gar keine Ahnung. 13 Runden. Ich lasse das gleich, das wird schon passen. Okay, ja dann. Sagen wir gleich mal viel Spaß beim Zuschauen und gleich geht's da los. Ja, Monza ist ja immer lustig. Da kann viel passieren. 9. Startplatz, aber genau in der Mitte. Ja, es wird Rennen auf. Entweder du überlebst die erste Kurve, die erste Runde eigentlich, gell? Und die erste Kurve ja. Eigentlich sieht, dass irgendwer komplett einsticht, dann kannst du den Notausgang in die ersten Kurve nehmen. Mm. Schauen, auf welcher Seite ich bin. Du kannst nur hoffen, dass du gut durchkommst. Also, wenn die noch die 2 Zehntel schneller gewesen wäre, wäre 7. gewesen, statt 9. Ja, und gerade ist links. Dafür ist ein schnelles Rennen, oder? Mit 25 Minuten. 13 Runden. Ja, 25 Minuten ungefähr, oder? 24 Minuten, so irgendwas. Oder vielleicht 20 sogar. Nein. 25 kommt schon gut hin, ein bisschen weniger. Ich glaube. 23,5. Ja, so habe ich auch gerechnet. Ja, so irgendwas. Das ist sehr cool. Was mag ich? Der Cup ist sehr cool. Den konnte das halt mit seinem alten Auto gar nicht, mit seinem alten Lenkrad halt braucht er das glaube ich nicht probieren da. Wenn das Pedal da seine eigenen Sachen macht und so ein Ding. Ja, 9. Startplatz. Lassen wir uns überraschen. Es kann da viel passieren, es kann sein, dass wir erste Runde schon hin sind, wenn ich mal oder wir schaffen durchkommen, so wie in Sebring. Auf jeden Fall erwartet uns, glaube ich, ein turbulentes Rennen. Ich klicke mal Have Mercy Button zweimal, damit man noch sieht. Ah. Selbst schuld, wenn man die Klopausen nicht vorm Rennen macht. Ja. Jetzt rennen soll er, da müssen wir warten. Fahrt sie schon? Na. Everybody afraid the first Corona. Ja, have mercy. Mehr kann man zur ersten Kurve nicht sagen, oder? In Wahrheit liegt es ja an jedem selber. Aber wenn die Leute nicht schauen, oder jeder will riskieren, es geht die Leute gewinnen und die rennen in der ersten Kurve. Der erste hat schon Frühstart gemacht von mir. Green, green, green! Ein ganz schlechter Start, der Start leider links. Und der erste fährt schon rein. You're on the left, 3 wide. Right side, 2 wide. To the left. Go left, go left, go left. Das ist die Forschung mit Rodos. They say you cut the cord. You'll have to slow down and give up the time gain. The car right, clear. Ja.
Slow car ahead, go right. Ich hab den Notausgang genommen. Einer hat gegackt von mir, alle hat Draht. Ja, besser finde ich, oder? Mensch, sie sind in der Schikane treten und Hydro da aus, auch wenn du 4 Sekunden Slowdown hast. 4 Sekunden? Aber ich bin ziemlich genau dort rausgekommen, wo ich. Ich bin sehr alles langsam gefahren, ich hätte schneller gefahren. Der eine hat den Frühstart gemacht, der andere hat die alle abgeschossen. Car ahead, car dropped ahead. Yeah. Left side, go right. Clear on the left. Still there, clear. Kamikaze! Da rund zwei Leute holt. Immer mit 10, wenn sie holen wollten, bin ich nach innen reingestochen. Ja, genau.
last 10 laps to go. Falken Porsche das Carrera Auto. Haben sollte man 52,3. Right side, clear on the right. Na, Berührung. So, Gegend. Bleib drüben, möchte. Das mag ich nicht. Wie weit innen soll ich noch fahren? Einfach ein Völler? Jetzt ist er mit umgefahren. Left side. Stay on the right. Still there. Hold your line. Clear on the left. Das tut mir leider wieder 13 Minuten auf. Car stop on the left.
The next car's the leader. Go right. Leader hat einen Fehler gemacht. Fahrt aber noch. Rund Sekunden verloren auf dem Hintergrund. You're in fourth position. Ich hab da gerade 52-4 gefahren. Der vierte. Der dritte und der zweite direkt vor uns. Geschafft. Ist der Auto schon so hin? Ja, aber wir haben nicht. So, ja. 51,5 bin ich gerade gefahren im Rennen. Schneller als mein Fahrer, ja. Es ist schwer, dass du den Windschatten überhaupt zubekommst, gell? Wenn es draußen ist, dann ist es nicht so schwer. So, leider ein bisschen. Die erste Kurve wieder versendet komplett. Da kommen wir nichts näher, ich muss ja gut fahren. Also ist jetzt bei jeder Kurve gerade ein bisschen früher zum Bremsen, weißt du? Ja, ich bin abgeschossen. Bist du abgeschossen worden? Ja, ich bin abgeschossen. Ja,
zweite ist jetzt wieder abgehauen, so wie der Bus dann zu schnell ist. Wie ist es jetzt die Schikane, die letzte hast, lassen wir mal. Variante, Alter. Ah, das kann ich. Das kann ich. Ich glaube, das war ausprobieren. Ja, das ist schon ein bisschen schwammig hier. Ist 100% sauber fast. Ah, jetzt verliert jetzt viel auf den Vordermann. Wenn wir noch ein bisschen dran machen können. 252 wieder. Aber man hat auf die Reifen aufpassen müssen. Jetzt gemerkt, dass einige noch Probleme gekriegt haben. Ich meine, für die Rauchen, da für die Autos, aber die Fahrer sind schon mal besser. Ja, wir sind noch besser. Trotz Abkürzung der ersten Kurve vor er nichts hinzunehmen konnte. Da waren wir weit weg vom ersten, so ein bisschen dran. Einmal kommt wieder näher. Das gibt entweder dranbleiben am Vordermann oder wenn es nach Hause ist. Hamlet, hier? Öfter Rundfahrt wieder näher. Rankommen an den dritten. Car right. Car stop on the right. Keep to the left. Clear on the right. The next car is the leader. Jetzt habe ich nicht überholt. Oder auf einmal vor, der mir der führende Fehler gemacht hat. Jetzt habe ich den anderen vorbeilassen wieder. Es hat keinen Sinn, da zu zweit auf die Kurve gehen.
Dann der Fehler. Nein! Nachfahren. Rutsche zu weit raus. Jetzt geht die Schere auf und nach hinten geht es zusammen. Nein! Jetzt glaube ich nicht, dass wir mit so gut kommen. Ja, wir waren dran, ja, zweimal. Fahrrad in die Wolke, ne? Letzte Runde, weiße Flagge. 52 Uhr. Also der Erste, wenn er nichts macht, außer Reichweite. Halt, wir sind noch im Windschatten. Car on your left. Still there. Clear. Puh. Wir probiert in der letzten Kurve. Ist sie knapp nicht ausgegangen. There's the flag, it's over. Great job, you did really well. Ja, zweimal hätte ich fast überholt gehabt, den Mann vor mir. Am Ende dritter, zweiter Platz war drinnen. Am ersten war dann doch weiter weg. Bin ich verbessert, also wenn ich nochmal fahren würde, wird sicher besser laufen. Ich glaube, ich war fair da bei den Zweikämpfen. Wie der Heimat oft sagen, geschrieben. So, wir schauen noch einmal den letzten Teil da an. Wir sehen da hinter uns der Fahrcase. So. Ist jetzt wieder neben 200, die kommen auch neben rein. Der, leichter Schwanzler, aber im Endeffekt bin ich nicht nah genug dran, dass ich ihn da überholen habe können. Ich habe es probiert, dass ich da irgendwie reinkomme. Innen. War dann einfach zu weit weg. Vielleicht auch zu früh aus dem Windschatten da raus, aber es ist halt nachher der Platz auch ausgegangen, aber es wäre einfach nicht ausgegangen. Ja, dann nochmal zwei Runden davor, glaube ich, was, wo wir auch dran gewesen wären. Ja, da hätte ich ihn wirklich überholen können und da war ich auch wirklich dran. Wir sehen es da, also schauen wir uns noch die letzte Kurve an. Die zwei Rechtskurven heißen Lesmos, oder? Ach, was weiß ich. Wir sind da doch einiges weg noch. Da macht er schon den ersten kleinen Fehler, da kommen wir besser raus. Das merkt man noch nicht so. Aber da ist der zweite Fehler von ihm, da wischt die Kurve, da rutscht er. Ich komme gut raus, nehme den Schwung mit. Auch da glaube ich, kann ich länger im Windschatten bleiben. Ich weiß nicht, warum ich da so früh raus bin. Nein, ich bleib da eh noch einmal und dann bis zum Schluss, genau, und dann wäre es gegangen. Es wäre gegangen, ich bremse ein bisschen früher. Weiß eher, aber dann hört man halt, dass der vorne draußen ist. Am Ende sind wir beide gut durchgekommen. Am Ende. Ich glaube, es war ein gutes Rennen.
Ja, und kann man nur sagen, war wirklich dann, war auch, ich glaube, ich war auch in beiden Situationen mehr als fair. Und wenn wir dann noch auf den Start schauen oder auf die ersten Runden, da ist es ein bisschen anders rund gegangen. Laps, Race, Start. Ja, das war der Start. Und wir sehen da rechts daneben hat schon Frühstart gehabt. So, und dann kommt ins Chaos. Der hinter mir startet besser. Der Falken ist da eben auch, der schon vorzieht. Im Endeffekt habe ich nichts verloren durch die ganze Aktion, aber. Aus meiner Sicht zieht er da zwei Autos rein. Und ich glaube, es hat passt, dass ich dann da geradeaus fahre. Ich muss dann aber die Leute vorbeilassen, weil ich den 4-Sekunden-Slot dann habe, aber sicher, sicher, habe ich mir gedacht. Der vor uns hat dann eben rein müssen zum nochmal Strafe absitzen. Ja, und dann geht's eh so ein bisschen schneller da. Da ist der erste draußen, das war der, der nachher der den Frühstart von vorher gehabt hat. So, dann geht's da weiter. Ich kämpfe mich langsam heran. Ich denke, wenn ich jetzt noch ein Rennen fahren würde, würde es auch besser gehen. Aber war ein lustiges Rennen. Auch die Zweikämpfe am Schluss. Ja, und dann kommen wir jetzt in die zweite Runde. So, da ist wieder einer weg vorne. Und so holt man langsam aber doch auf, bis ich dann eben da auch der Schwemm, oder wie heißt vor mir, da ist der erste da im Zug von den fünf Autos. Na, vier. Fünf Autos, ja. Ja, und da geht's dann. Und jetzt passiert's. Die fangen an mit den Zweikämpfen. Hier schon. Ich bleib hinten dran. Jetzt probiert das noch einmal. Ich hab ihn hinten Windschatten hergefahren daneben. Und dann bin ich drinnen. Er hat einen Fehler gemacht. Er ist, glaube ich, dann vor ihm reingefahren, wenn man das noch einmal anschaut. Tada. Er ist dann vorne reingefahren. Und dadurch, ja, bin ich dann vorbei. Nächste Kurve, selbe Spiel dann. Oder ein paar Kurven später das gleiche Spiel mit dem Rot-Schwarzen da vor mir. So, da geht's jetzt. Er setzt sich nebenhin. Ich weiß gar nicht, wie er wieder den Blau, wie den Falken. Ist auch ein Fehler gemacht. Ne? Da, dann zögert er, ja, ich bin dann innen drinnen. Kann mich dann neben vorbeisetzen. Und das war's dann schon. Dann sind wir weiter nach vorn gegangen. Position 8 in dem Moment, dann haben die anderen einen Fehler gemacht. Sieht man es, der Schlemm da fahren und. Was heißt der Schlemm? Schwemm. Und ja, da geht's dann immer weiter. Schaut euch das Rennen an. Das war die Berührung. Aber ja, es war wirklich schwer. Ich meine, er macht den Fehler. Ich probiere dann. Er macht den Fehler. Ich versuch's innen und. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu weit rüber gefahren. Keine Ahnung. War am Ende nichts Schlimmes. Wie gesagt, den Schwemm haben wir dann noch zweimal versucht mit Zweikämpfen. Und besser am Schluss gepasst. So, aber ich bin dann immer schon besser rausgekommen. Aber man sieht auch da, macht er den Fehler. Jetzt bin ich innen drinnen und jetzt lasse ich es mir nicht mehr nehmen. Es reicht, dass ich so daneben bin, weil da muss er außen wieder den Platz lassen. Ich war da auch sehr sauber, glaube ich. Und dann bin ich vorbei, ja. Und dann ist langsam nach vorne gegangen. Schon Sechster und am Ende dann Rang 3. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hab's lustig gefunden. Ciao.